Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Ja, das erste Mal, dass ich jetzt die Kamera in die Hand nehme, seitdem wir zu Hause sind. Wann sind wir nach Hause gekommen? Schon voll verpeilt. Ich glaube am Montag, oder? Ich glaube ja. Heute haben wir Freitag und morgen wird unser kleiner Schatz schon eine Woche alt. Kann man das glauben? Eine Woche. Kleiner Philipp, oh Mann, ich würde ihn mal ein bisschen aufessen. Er ist wirklich so ein braver kleiner Bub und er, ja, wir sind alle schockverliebt. Habt ihr gesehen, auch die Kinder, die sind einfach hin und weg. Ganz erstaunt war ich von der Luisa, ihrer Reaktion, dass die so voller Liebe war. Das hätte ich mir auch gar nicht so gedacht, dass sie, die Kleinste, so das so krass auffasst. Es ist einfach ein neuer, wunderschöner Alltag, den wir jetzt zu Hause haben. Ja, wie ihr vielleicht auch hört, es ist ruhig im Haus. Der Papa ist gerade beim Arzt, der lässt gerade seinen Blutzucker checken. Er hat jetzt kein Diabetes, aber der muss das jetzt trotzdem im Auge behalten, warum da die Werte so hoch waren. Die zwei Kleinen sind im Kindergarten, haben diese Woche wieder mit Kindergarten begonnen. Also bei uns sind ja die Kindergärten ganz normal offen und die Kinder dürfen gehen, vor allem sollen sie gehen, weil der Kindergarten hat angerufen, hat gesagt, es wäre toll, wenn die Lara in den Kindergarten kommt, weil sie halt jetzt im letzten Kindergartenjahr ist und es ist halt wichtig für sie als Vorbereitung für die Schule. Deswegen hat der Papa die zwei Mäuse die Woche jetzt jeden Tag gebracht und die blühen total auf. Oh. Und der kleine Maus hat ein bisschen Schluck auf. Oh ja. Ich werde ihn jetzt mal hochnehmen und lege euch dafür kurz ab. So. Er hat auf jeden Fall jetzt am Vormittag, immer so kurz nachdem er aufwacht, die längste Wachphase schon. Hast du schon deine Wachphase, mein Schatz? Ja. Jetzt guckt er dann so schon aktiv so ein bisschen herum. Ja, mein Baby Maus. Ja. Er ist so brav. Er hat jetzt auch in dieser Nacht super gut geschlafen. Ja, nur dreimal ist er wach geworden zum Trinken und dann weitergeschlafen. Und letzte Nacht hat er mich, glaube ich, fast jede Stunde aufgeweckt, aber auch nur zum Trinken. Und also es funktioniert auch super mit dem Stillen, da habe ich mir jetzt hier keine großen Gedanken gemacht, gell? Ja, super. Wie ihr seht, ist er blond. Blonde Semmel, wie der Papa. Die Michelle ist auch blond zur Welt gekommen. Und war auch dann ganz, ganz lange richtig hellblond. Jetzt hat sie ja schon dunklere Haare bekommen. Aber unser Mausi schaut aus wie Papa und Michelle, gell? Ja, weil alle anderen, also Luisa und Lara und Patrick, sind ja dunkelhaarig zur Welt gekommen. Ja, und der kleine Philipp und die kleine Michelle sind blond. Ja. Also haben wir 5, 3 braunhaarige und 2 blonde. Ja. Auf jeden Fall hat er jetzt ein bisschen Schluck auf, deswegen werde ich ihn jetzt gleich anlegen. Und ja, ich werde euch heute so ein bisschen durch den Tag mitnehmen. Gell? Und ja, ein bisschen erzählen, wie es dann auch mit YouTube weitergeht, weil wir werden jetzt natürlich nicht mehr jeden Tag vloggen. Aber erzähle ich euch dann später. Schaut mal, die großen Schwestern sind zum Kindergarten zurück. Lisa ist gleich Bruder Baby! So, die Tasche kommt in der Küche. Jetzt ziehe ich mal ausziehen und ich muss den kleinen Mann wieder mal wickeln. Und er weint noch nicht. Er weint noch nicht, nö. Aber er hat eine volle Windel. Ich habe voll vergessen, wie oft ich mein Windeln wechseln muss. Die habe ich vor kurzem gewickelt. Kurz bevor ich ihn im Stillen begonnen habe. Und jetzt hat er ein bisschen geschlafen und jetzt muss man ihn nochmal wickeln. Jetzt hat er noch eine Ladung voll gemacht. Hier ist ganz, ganz große Lara Bruder Philipp Liebe, gell? Mhm. Er guckt schon so aktiv nach der Lara, der dreht den Kopf schon. Und sie hat auch, sie hat auch zu mir ein bisschen. Du musst eher sagen. Und er hat auch ein bisschen zu mir lächelt. Er hat auch ein bisschen so lächelt. Komm näher, damit er dich bewegen kann. Schau mal, ist die Lara da? Ja, vom Kindergarten, gell? Gehst du denn auch in den Kindergarten? Ja, wenn ich dann groß bin. Wirklich? Dann geht er mit der Luisa in den Kindergarten. Ja, dann. So wie du mit der Luisa in den Kindergarten. Ja, dann bin ich in Schule. Du bist in Schule, ja? Ja, ich bin dann in erste Klasse. Ja. Aber dann geht der Philipp noch nicht in den Kindergarten, gell? Mhm. Hm.
So herzig. Ja, genau, und ich wollte euch ja ein bisschen erzählen, wie es mit YouTube weitergeht, weil einige von euch das interessiert, wie, wann, wo Vlogs kommen. Es wird jetzt natürlich nicht mehr jeden Tag ein Vlog kommen. So schaffen wir zeitlich dann auch gar nicht mit den ganzen anderen Sachen. Ich muss dann essen gehen, komm. Okay, ich hab schon Hunger. Hast du denn Hunger? Auf jeden Fall nicht mehr daily, aber auf jeden Fall dreimal die Woche fix ist eingeplant. Also wir haben jetzt gleich Montag, ja. Mittwoch und Freitag. Oder Papa? Er guckt mich noch immer an. Er guckt nach dir, ja? Papa? Montag, Mittwoch und Freitag, oder? Videotage. Okay, der Papa reagiert nicht, der ist jetzt mit den Kleinen in der Küche beschäftigt. Ja, Montag, Mittwoch und Freitag ist auf jeden Fall geplant, dass dann Videos online gehen. Also nicht mehr daily, sondern dreimal die Woche. Und die Uhrzeit werden wir natürlich mit 17 Uhr behalten. Und ja, nur damit ihr auch Bescheid wisst. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich, solange der Kleine noch ruhig ist, übrigens, Outfit wechseln, weil, ja, da ist was daneben gegangen. Und ich werde mich jetzt um diesen Wäschekorb kümmern, den der Papa halt vorhin raufgebracht hat. Und den mal falten. Und ich zeige euch mal, ich habe mir so eine kleine Wochenbettstation eingerichtet. Also, hier ist mein Stillkissen, dann habe ich hier mein Laptop, ein bisschen arbeiten muss ich zwischendurch hier auch mal. Und da habe ich so eine kleine Windelbox hergestellt. Da habe ich dann so Windeln drinnen und Feuchttücher. Meine Multimarm-Kompressen. Die brauche ich jetzt aber nicht mehr so wirklich. Also das war jetzt die ersten paar Tage notwendig. Und auch noch meine Salbe, die habe ich vom Krankenhaus mitbekommen. Und ja, so ein bisschen Handcreme. Und das ist hier meine Wochenbettstation. Dann habe ich hier das Nestchen mit dem kleinen Philipp und natürlich unsere Kuscheldecke. Aber ich bin so froh, dass ich die beibehalten habe. Ich habe sie euch ja im Babykleidungs-Erstausstattungsvideo gezeigt und da war ich nicht so sicher, ob ich sie behalten soll, weil sie doch recht groß ist. Aber ich liebe sie. Ich nutze sie auch abends, also bei uns im Bett ihn zuzudecken, damit die ist so kuschelig und gibt so viel Wärme ab. Und er liebt sie einfach und wenn er drunter ist, dann schläft er einfach so gut darunter ein. Also eingewickelt. Ja, somit bin ich sehr froh, die zu haben. Und hier sitze ich halt die meiste Zeit hier auf der Couch, wenn dann die Mädels dann auch kommen. Und dann spielen die hier, dann bin ich bei ihnen und hier mit dem Kleinen. Und das ist hier mein Wochenbett auf der Couch. Und nebenbei halt versuche ich halt immer ein bisschen E-Mails abzuarbeiten und Wäsche zu falten. Und der Papa ist da, schaut mal. Guck. Das ist der Zwilling. Oh, ein bisschen noch da. Wir können sie mit diesem Bolle, der muss mir in die Wäsche geben. Ja. So schaut jetzt unser neuer Alltag aus. Der Papa bringt die Kinder in den Kindergarten, holt sie, dann wird gekocht. Ein bisschen zwischendurch gearbeitet, was so einfällt, Bestellungen fertig machen. Tagesvoll verplant. Ja, das ist ja, bei uns geht das immer für Wäsche waschen, Wäsche falten, wieder kochen, Hunde rausbringen, Hühner verpflegen. Mm. Und so schon. Wir haben gesagt Montag, Mittwoch und Freitag, oder? Das sind neue Videotage. Ja. 17 Uhr. Machen wir das Sonntag auch oder nicht? Nö. Oder? Weißt du nicht. Montag, Mittwoch, Freitag. Wir können Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir überlegen mal noch. Ja, lasst es auf euch zukommen. Wir werden es dann auf jeden Fall in den neuen Kanalbanner reinschreiben und in der Infobox jetzt auch stehen. Hier ist eine kleine Mischka. Ja, wie gesagt, ich werde mal hier diesen Wäschekorb falten. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen länger nicht gemeldet. Es ist mittlerweile schon dunkel draußen. Schaut mal. Und bitte, wie fertig schaue ich überhaupt aus? Ich schaue meine Augen. Oh mein Gott, ist richtig angeschwollen. Auf jeden Fall habe ich die Zeit zum Mittag und zum Nachmittag ein bisschen genutzt, um meine E-Mails mal abzuarbeiten. Ich habe, glaube ich, locker so 70 ungelesene E-Mails. Die habe ich jetzt alle fertig gemacht und das Video fertiggestellt. Und ja, der Papa war mit dem Patrick in der Zwischenzeit Essen einkaufen. Und ja, jetzt sind wir alle wieder hier. Essen war Papa? Ja, der Papa war. Und ich habe die Wäsche auch gemacht. Wo ist denn der Papa? Ist der Arschkoffer? Hab ich eins mit dem Arschkoffer? Jetzt kuschel ich aus meinem Bett. Achso, dann kaufe ich dir auch sein Hundebett. Ich habe nämlich den Hunden sein Bett bestellt. Ja, und jetzt hat der Papa das Ding geholt, die Babywanne. Zeig mal, Lara. Yeah.
Jetzt wird das Baby gebadet. Weil heute ist nämlich der Bauch, also dieser Nabelschnur, das restliche Stückchen noch abgefallen. Und das ist schon super, super gut eingetrocknet. Deswegen werden wir heute das erste Bad zu Hause nehmen, weil im Krankenhaus hat er schon zweimal gebadet. Also kurz nach der Geburt wurde er gewaschen und dann, ja, dort wurde er auch nochmal gebadet. Also habe ich ihn gebadet. Der Papa baut das Bad auf. Das ist voll cool, gell? Das Flexi. Wir haben jetzt nämlich das von Stocke, das Flexi-Bad. Ich zeig's euch. Schau mal, Baby, Bruder. Schau mal, Baby. Ich muss kurz vorbei, warte. Papa, da kommt der Kopf hin. Ja, Entschuldigung. Hier ist eine richtige Aufregung. Pur Baby wird gebadet. Also, Papa, holst du Wasser? Warte, muss nur kurz mit dem Wasser. Wasser. Du willst Baby baden? Ja. Wasser muss nur bis daher gehen. Ja, das ist richtig, genau. Mutter will das. Ja. Also ich zeige euch nochmal die Verpackung, falls euch das auch interessiert für euch. Bruder Baby. Ja, Bruder Baby. Hey Papa, schau mal, du hast übrigens hier einen Indikator. Komm mal zurück. Mega cool, weil da an dem Stöpsel, das ist ein Indikator, ob es zu kalt oder zu heiß ist. Das heißt, wenn es schwarz ist, ist es kalt und wenn es rot wird, ist es zu heiß. Das ist voll cool. Okay? Yes. Gut, du schaffst das, oder? Vermutlich. Ja, also und für die Leute, die das interessiert, ist das Stocke Flexibad. Das ist das Bundle Package, weil da ist nämlich dieser Newborn Support drinnen. Das ist voll praktisch, weil da muss man das Baby nämlich nicht noch halten, sondern kann es reingeben und dann kann man es schön baden. Oder, Luisa? Ja. Gut. Der Bruderbaby. Der Bruderbaby, ja. Super, mein Schatz. Sieht so süß aus, oder? Die Sophie möchte auch ein bisschen baden. Für euch zwei ist kein Platz mehr in der Badewanne. Stell dir das vor. Ja, da bist du in der Große, wenn du willst. Aber sonst nicht. Da werden nur die Babys gewaschen. Ich ins Auge, ja. Du bist groß, alt und haarig. Ja. Wenn du willst, in die große Badewanne. Vorsichtig, ja? Mama, bist du auch da? Deine Beine auch. Den Kopf habe ich ihm bisher noch nicht gewaschen. Also im Krankenhaus habe ich den noch nicht gewaschen. Nicht? Nein, ich wollte nicht, weil ich wusste, dass wir an demselben Tag nach Hause gehen. Bitte waschen. Alle wollen ein Babybruder waschen. Was ist das, Seife? Lara, weinst du? Michelle, hast du geweint? Nein. Na, die Mama. Baby Maus schläft und die ganze Familie ist jetzt hier beisammen im Wohnzimmer und wir naschen ein bisschen. Also die Kinder haben schön ordentlich reinkommen. Ich kaufe das nicht mehr. Wieso nicht? Ja, hast du hier nicht. Du bist nur traurig, weil du jetzt nichts essen darfst. Oder was hat die Frau Doktor gesagt? Hab nichts gesagt, aber. Papa ist kein Diabetiker, weil man muss aufpassen. Der Papa ist sehr ganz chillig und der Bauch ist ja. Darfst du Süßigkeiten essen? Hast du gefragt? Habe ich nicht gefragt, aber 105 Zucker, das heißt, könnte ich nicht. Ja, könnte, aber tust du. Ja, der Patti sucht jetzt einen Film für uns aus oder eine Serie oder was auch immer. Wir schauen jetzt was zusammen. Geh, Lara, holst du die Michelle auch? Michelle ist noch unten. Und wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Und unseren Abend genießen. Ja, meine Augen tun ein bisschen weh, weil sie so angeschwollen sind. Aber keine Ahnung. Mama, lass mich da hinten rein. Ja, lass die Sophie auch rein. Komm her. Okay. Na gut, mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann ganz bald wieder im nächsten Video. Bye.